Wir machen mal weiter, ne? Wie? Sei ruhig, Opi. Wie kommen wir raus? So. Wir haben die Benone, die nehmen wir weg. Und dafür legen wir die Kokosnuss dahin. Danke. Wir haben die fröhliche Maske. Die haben wir ja schon ausprobiert. Das heißt, wir nehmen jetzt entweder die traurige oder die wütende. Wir nehmen mal die traurige. Und dann fragen wir mal Oppi. Hm? Was? Kennen wir uns? Aha. Ach, Oppi, der Alte. Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der... Das kennen wir ja schon, ne? ...unter drei verschiedenen dabei. Das kennen wir ja schon. Warum erzählt ihr das nochmal? Ich glaube, das Spiel ist gerade ein bisschen lost. Wir haben das ja hier schon alles zusammengesammelt und er erzählt den gleichen Dialog nochmal. Ich nehme das, all das, ist das, ist das, um mich... Das E! Die drei E's! War zum Glück habe ich also... An dem Tag war ich besonders... traurig. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Nein, warte, so war das doch gar nicht. Okay. Die hat doch... Ja, jetzt bleibt uns ja theoretisch schon noch wütend, ne? Traurige Maske weg. Jetzt haben wir es aber, ne? Oppi! Hm? Kennen wir? Aha. Genau. Na bitte. Jetzt fällt es mir wieder ein. Na bitte! An dem Tag war ich besonders wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Hier, ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe, inklusive der Bedeutung der geheimen Templer-Symbole auf den Bodenplatten. Yay. Und jetzt lass mich bitte allein. Oh, ist ja gut. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel, um die geheime Grabkammer der unter Opa, der Kapelle ey. Zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Gute Nacht. Ja, wir haben jetzt ein altes In Buch. In diesem Buch waren die Erinnerungen des Alten aufgezeichnet. Das meiste war verblichen. Lediglich das Kapitel über den Bau der Klosterkapelle war noch gut zu lesen. Das würde Frank sicher interessieren. Da gehen wir jetzt auch hin. Ob der Opa mal so ein richtiger Player war? Was meint ihr? Meint ihr, da stehen richtig wilde Geschichten drin? Ah, Kapu. Hä, wartet mal. Kapu? Kapu, bist du da? Kapu? Wann ist er gestorben? Wir haben ihn gar nicht getötet. Kapu? Kapu ist ein Geist. Du wirkst so angespannt. Oh mein Gott, er ist wirklich irgendwas? Ein Geist! Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Ist hier irgendwo ein Kindermörder unterwegs, außer uns? Ciao, Kapu! Oh mein Gott. Erstmal drei Ave Maria beten. Ich habe by the way mal die Hintergrundmusik von dem Spiel ein bisschen leiser gestellt. Die war ja ohrenbetäubend. Hier hast du ein Buch. Bitteschön, Frank. Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Aha. Mal sehen. Was ist denn mit dem Spiel heute? Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Danke. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Wir haben doch gerade gerätselt. Warum denn schon wieder? Habt ihr gesehen, wie der da gerade einfach geschillt hat? Der hat ja gar nicht mehr mit seinem Presslufthammer rumgehammert. Irgendwie ist das Spiel gerade buggy. Vielleicht werde ich das gleich mal neu starten. Als das Mutterschiff schließlich abgehoben hatte, kam Bruder Bodo die plötzliche Eingebung, dass man die Wappen der vier Ordensgemeinschaften lieber so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte
oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden war. Hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren. Also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Der Schlangenzungen-Bärenorden bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Das verärgerte zwar die Bruderschaft der urnenförmigen Holzeulen, die ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Bodenplatte platziert hatte, aber schließlich setzten sich die Schlangenzungenbären durch. Unter großem Protest platzierten die Kleeschweinschlosser ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer und mussten überdies noch die Demütigung in Kauf nehmen, dass das Emblem damit direkt unter einem weiteren Wappentier der Wendehalslöwen im Mosaik eingepasst werden musste. Ja, das sind ganz schön viele Informationen. Was können wir hier... Oh, schauen wir doch mal. Keins davon darf in einer Reihe sein? So? Und dann geht das nicht so vielleicht? Hier könnten wir eventuell die Eule reinmachen und den Löwen. Fertig, ne? Nein, das doch, macht keinen Sinn. Doch, das ich macht Sinn. Ich glaube, ich bohre lieber auf gut Glück weiter. Ja, mach mal. Aber was passt denn daran nicht? Vervollständigt erst die Symbole auf den leeren Bodenplatten unter Berücksichtigung des ersten Hinweises auf der rechten Seite. Klickt einmal auf die leere Fläche, um ein Auswahlmenü zu erhalten. Entscheidet euch dann für das richtige Symbol. Wenn das Muster komplett ist, könnt ihr die drei Hinweiskacheln platzieren, um die Position der geheimen Grabkammer zu bestimmen. Ah, wir hätten vielleicht gar nicht alles ausfüllen sollen, oder? Habe ich es jetzt geschrottet, weil... Ich habe das jetzt eingegeben und ich kann es jetzt nicht rückgängig machen. Ja, das muss es sein. Ich habe das Rätsel gelöst. Danke, Upsi, dass du das Buch so lange gehalten hast. Ja. Du stehst übrigens im Weg. Darf ich mal? Ups. Hä, wie hätten wir das jetzt machen sollen? Nun, da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lily endlich Garrett aus der Reserve locken. Lily kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. Ja, aber... In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wie konnten wir das jetzt bestimmen? Also, wow, wir haben jetzt das Sudoku gelöst und dann... Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann fress ich Tom Hanks Doppelkinn. Und was ist das? Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert. Ein echtes Templerschwert. Ich werd verrückt. Mann... Das sitzt aber fest. Ich hoffe, diese Strebe da ist kein tragendes Teil. Der Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Oh nein! Lily war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nach. Oh nein, Frank, nein! Oh, tut mir leid. Oh. Ah, oh, da ist er wieder, der kleine Gnome. Herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Warum sagen die mal, Garrett ist unser Mitschüler? Der ist doch Ü40, das ist doch kein Mitschüler von mir. Hey, was soll das? Bist du das, Lily? Findest du das etwa komisch? Lass mich sofort hier raus. Lily war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Können wir das Schwert einstecken? Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Ich will das Schwert haben! Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du, du schaffst das alles? Aha. Danke, Lily. Du bist die Beste. Oh, hallo, Lily.
Ich habe gerade an Riot Girl gedacht. Riot Girl ist voll cool, weil Riot Girl Shibuya-Klamotten trägt. Ist das nicht unglaublich faszinierend? Zuka findet auch, dass Riot Girl voll cool ist. Und Zuka mag auch Shibuya. Shibuya ist voll cool. Mhm. Findest du nicht auch? Ja, Shibuya ist voll cool. Ja. Das kann einen schon mal nachdenklich machen. Ich denke viel zu viel über so Sachen nach. Mein Kopf ist schon ganz schummrig. Aber Riot Girl ist cool, nicht wahr? Um Gottes Willen, ey. Hat jemand diesem Mädchen eine Gehirnwäsche gegeben? Was stimmt mit denen nicht? Aber wenigstens schreit sie jetzt nicht wieder hysterisch rum. Oh mein... Nein, kein... Nein. 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 Kapu... Kapu ist immer noch tot. Es tut mir leid, Kapu. Psst, Lilly, ich muss dich unbedingt was fragen. Ja? Magst du mich eigentlich? Aha. Ja, Gott, aber du bist tot. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay, ganz ruhig, Kapu. Also, würdest du diesen Brief hier Shai übergeben? Aha. Oh, da war er kurz. Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll von dir. Du bist wirklich die Beste, Lilly. Ich dachte, du magst uns einen Liebesbrief. Na. Können wir den lesen? Hier. Lies. Können wir den Liebesbrief dem Clown geben? Was ist denn eigentlich mit unserer... Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt, aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Birgit, geht's dir gut? Puma-Banner, wie schön. Dieses Banner war eine Pracht. Birgit hatte ganze Arbeit geleistet. Lilly würde noch viele Nächte lang von diesem Banner träumen. Ja, die schläft nur umschweben. Das ist voll traurig. Zwei Leute sind gestorben und wir hatten keine Beteiligung daran. Ich fühle mich verarscht. Ah. Ist Garrett da immer noch drin? Garrett? Kann er da drin verhungern? Garrett? Geht es dir gut? Okay. Ich glaube, wir haben gerade gebeichtet, dass wir ganz viele Leute ins Unglück gestoßen haben. Was soll das werden? Ein Aufmunterungsversuch? Ja. Willst du mir jetzt auch noch den Job klauen, ja, oder was? Ja, hab ich schon. Willst du ein Einmachglas? Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. In diesem Fall stimmte das. Was will der hier? Was will der hier? Warum können wir nicht? Für die oberen Zelten nur. Warum soll. Schade. Schade. Warum können wir nicht gewalttätig werden? Ich verstehe das Spiel nicht. Das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Greift der Puma das da gerade Kinder an? Das wird dem Doktor imponieren. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Ja, Birgit. Ja, geh mal zu der Birgit. Gib der Lilly Birgit mal einen Keks. Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Yay. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, wie da jetzt auf so ein Kuchen steht. Hatte die oberen bereits die Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Ja, so finde ich auch. Verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am das Bande. Ist so deine böse. Fähigkeiten im Stick. Kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Das ist so böse. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Wenn doch nur Alter. Alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben.
Jetzt nehmen wir ihr Pfadfinderabzeichen. Lily fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzuliegen. Ja. Sie steckte es sicherheitshalber ein. Die macht Bubu, ne? Die macht Bubu, wenn wer fragt. Hey, lass die Finger davon. Das ist... Warte. Wir sind Pfadfinder. Ja, guck mal. Hey, das ist mein... Ja, guck doch mal. Ich bin Pfadfinder. Ich bin echt gut im Sticken. Aber... Das ist doch, Ja? Das ist doch, das goldene Pfadfinderzeichen am Bande. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir hier ein waschechter Pfadfinder gegenübersteht. Ich war nämlich auch mal bei den Pfadfindern, weißt du? Ha, da leckt mich doch einer an meinen Sachen bedienen. Die liegen gleich da hinten in der Kiste, weißt du? Denn unter Pfadfindern gibt es keine Sachen. Kann ich die Waffe auch mitnehmen? Kann ich den Clown erschießen damit, bitte? Wie ein richtiger Pfadfinder? Komm mit! Ja! Ja! Und hier? Oh Gott! Können wir die durchschneiden, die Gürtellaschen hier? Lily, aber sie wollte... Schade. Ich wollte den mal so richtig mobben, den alten Mann. Und hier? Können wir? So, wieder einmal... Nicht. Okay. Keine direkte Gewalt. Hier, bitteschön! Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lily zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Kapu nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha. Hätten wir da irgendwas reinpacken können? Der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend! Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. Hätten wir da irgendwas reintun können? Habe ich gerade meine Chance vertan? Oh, schaut mal. Oh. Lily wollte die beiden nicht stören. Ich schon. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Was? Und vor lauter Kummer würden Scheiß Haare anfangen auszufallen. Okay. Ach ja, die Liebe. Okay, interessante Interpretation von Liebe. Jetzt können wir hier rein. Wartungsklappe. Huch, Lilly? 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 Wo bist du? Ach, da oben. Ah, okay. Da kommen wir nicht ran, ne? Und hier? Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Etwas hindurchzustecken, ne? Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil, dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lily nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Jetzt haben wir allerhand Zeug gesammelt, mit dem ich aber noch nichts genau anfangen kann. Und er ist halt auch noch hier.